Das warten wir doch jetzt noch in Ruhe ab, bis die Musik zu Ende ist und ich Christian Reuter, den Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes in Berlin, begrüßen kann. Guten Morgen dorthin. Guten Morgen. Der Kanzler sagt, wir werden niemanden alleine lassen. Wenn wir jetzt mal noch eine zweite Katastrophe hätten, also nicht nur das Hochwasser in Deutschland, käme dann das DRK schon an seine Grenzen der Belastbarkeit und der Leistungsfähigkeit oder wäre das noch in der Lage zu helfen? Also das DRK käme sicherlich nicht mit einer zweiten Katastrophe in Engpässe. Aber sicherlich ist die Situation für uns, für viele andere, die im Bereich von Hilfe, Unterstützung bei solchen Katastrophen im Einsatz sind, natürlich auch eine Belastung. Wir haben aktuell 2000 Hauptamt- oder ehrenamtliche Einsatzkräfte im Einsatz bundesweit. Und das auf Dauer, das zehrt natürlich auch und belastet auch die Einsatzfähigkeit. Jetzt sagt Ihre Chefin, Frau Hasselfeld, als Präsidentin des DRK, wir brauchen mehr Unterstützung, mehr Hilfe. Wir brauchen zum Beispiel Einsatzmodule, mobile Einsatzmodule. Was hat es damit auf sich und warum brauchen Sie die und warum gibt es davon nicht genügend in Deutschland? Es gibt deswegen nicht genügend, weil bei uns natürlich nicht nur im militärischen und im Sicherheitsbereich gespart worden ist, sondern in den letzten 20, 25 Jahren ganz massiv auch im Bevölkerungsschutz eingespart worden ist. Viele Dinge, die wir heute fordern, hatten wir einst. Wir brauchen also eine Zeitenwende. Und dieses von Ihnen angesprochene mobile Betreuungsmodul 5000 ist etwas, was wir gerade jetzt hier im Einsatz gut gebrauchen könnten. Ein Modul, Betreuungsplatz für bis zu 5000 Menschen, der völlig autark betrieben werden kann. Das sind Dinge, die wir seit vielen Jahren fordern, die aber in der Form leider nicht in ausreichender Zahl vorhanden ist. Wie wird das überhaupt insgesamt finanziert, fragt man sich ja immer wieder. Es gibt ja nicht nur die Spenden, die in das DRK gehen, sondern Sie müssen ja irgendwie alles bezahlen. Und Sie sind ja doch nicht nur in Deutschland im Einsatz, sondern Sie engagieren sich auch im Ausland. Wie läuft das eigentlich, dass der normale Mensch das mal versteht? Ganz kurz zur Erläuterung. Der normale Mensch muss verstehen, wir benötigen natürlich Zuwendung. Wenn wir im internationalen Einsatz sind, kriegen wir sehr oft Zuwendung über die Bundesregierung, über das Auswärtige Amt und oder Spenden. Im Bereich Zivil-, Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz sind wir natürlich prioritär darauf angewiesen, dass wir über den Bund, über die Bundesländer entsprechende Zuwendung bekommen, wenn die nicht in ausreichendem Maße da sind. Und das stelle ich fest, das ist im Augenblick nicht der Fall. Dann haben wir genau die Situation, dass wir für Krisen und Katastrophen eben nicht mit ausreichender Infrastruktur, mit ausreichender Unterstützung vorhanden hier eingreifen und helfen können. Das ist dann ein Punkt, wo wir einfach finanzielle Unterstützung durch die Politik benötigen, die wir aber nicht ausreichend bekommen. Ja, weil wir auch damit rechnen müssen, sagen die Experten, dass es vielleicht Naturereignisse demnächst öfter gibt, die dann Katastrophen nach sich ziehen und dann eben Hilfe bedürfen. Und dann sagt auch Frau Hasselfeld, wir haben aus der Ahrtalflut nichts gelernt und spricht damit die Bundesregierung an. Sagen Sie das auch? Ich würde sagen, es gibt ein gesellschaftspolitisches Thema, nämlich die sogenannte, von hier immer sogenannte Katastrophendemenz. Im Falle einer Katastrophe ist Politik, egal ob Bund oder Land, immer gerne bereit, bestimmte Dinge zu ändern, mehr zu investieren, mehr in Katastrophen und Zivilschutz zu investieren. Nach einigen Monaten ist das dann immer wieder vergessen. Das ist auch hier der Fall. Insofern hat Frau Hasselfeld an der Stelle natürlich den richtigen Punkt gesetzt. Ahrtal zeigt aber auch, genauso wie jetzt das Hochwasser, das ist ja keine historisch einmalige Situation, sondern Hochwasser haben wir, kennen wir, werden wir sicherlich in den nächsten Jahren auch haben. Aber wir sind dafür als Gesellschaft nicht ausreichend vorbereitet. Und insofern gibt es einen dringenden Bedarf. Ich sage das auch immer ganz eindeutig, es gibt eigentlich kein Erkenntnisproblem in Sachen, was getan werden muss beim Bevölkerungsschutz, sondern es ist ein Umsetzungs- und ein Entscheidungsproblem. Und der Bundeskanzler hat vor 2 Jahren eine Zeitenwende für die Bundeswehr ausgerufen, was richtig ist. Aber wir brauchen auch eine Zeitenwende für den Bevölkerungsschutz. Und die fehlt bis heute.
Diesen Appell haben wir an dieser Stelle gehört und vielleicht demonstrieren Sie ja demnächst für diese Zeitenwende im Katastrophenschutz vor dem Kanzleramt. Dankeschön fürs Gespräch, Christian Rotter vom DRK. Gerne.